Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir mit dem Fred. Und wir schauen heute auf das Spiel King of Clans. Wahrscheinlich das schlechteste nachgemachte Clash of Clans Spiel, was es gibt. Ich habe jetzt extra mal mein Android-Telefon geschnappt, weil es das, glaube ich, nur für Android gibt. Und wir sehen das jetzt ja schon an dieser Grafik von dem König. Das ist, hier sieht jetzt schon mal nicht so gut aus. Das Spiel hat mit Werbung angefangen. Ich habe das Spiel runtergeladen und das Erste, was passiert ist, Werbung. Man musste sich direkt mein Video angucken. Übrigens, zu dem gestrigen Video, also zur vielleicht letzten Folge Clash of Clans, muss ich nochmal ganz kurz dazu sagen, vielen Dank für all eure Kommentare. Ich muss die erstmal noch alle durchlesen. Bedeutet, Clash of Clans kommt natürlich dann heute nicht. Ich weiß auch nicht, ob es morgen kommt. Weil ich ja gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob es weitergeht. Das war auch kein Clickbait. Ich werde mir das halt mal alles durchlesen, was ihr dann für Vorschläge gemacht habt. Nicht nur zu den neuen Spielen, die ich mal aufnehmen soll. Vielen Dank schon mal dafür für eure ganzen Vorschläge. Das finde ich wirklich einfach nur super, dass ihr euch so viel Gedanken gemacht habt, muss ich wirklich mal sagen. Ganz großes Dankeschön und natürlich vor allem zu den Clash of Clans Projekten. Ich habe es ja auch gesagt, wenn sich da ein cooles Projekt findet, wo wir zusammen was machen können, bin ich direkt dabei. Bin ich wirklich direkt dabei, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Aber jetzt gucken wir uns dieses Spiel mal an. Es ist, ja, es soll wohl Clash of Clans ähneln. Guckt euch mal die Grafik an. Guckt euch das mal an, ey. Guckt euch das mal an, wie das nachgemacht ist, einfach nur. Ich hab mir extra mal die Kopfhörer aufgesetzt, weil ich mir das nicht entgehen lassen wollte. Moment, ich muss mir das mal ein bisschen lauter machen. So. Es ist großartig. 2,8 Sterne hat das im App Store. Ich verstehe überhaupt nichts. Okay, da kommen die jetzt angelaufen. Grafisch natürlich eine absolute Augenweide. We managed to defeat them. You were great. Okay. Jetzt müssen wir selber angreifen. Okay. Es ist natürlich einfach nur eine Nachmache hoch 1000 von Clash of Clans. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt... Hallo, wie setze ich die denn? Tap an area several times empty to mobilize his troops. Ich drücke doch. Oh mein Gott, ich muss jetzt auf den Knopf drücken. Jetzt geht's los. Es ist echt wenig angelehnt an Clash. Wenig angelehnt. Ich bin mal echt gespannt, was jetzt hier noch so kommt. Alter Schwede, wenn ich weitere solche Spiele testen soll, es gibt im App Store wirklich sehr viele schlechte Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Heyday, Nachmachen, alles Mögliche. Alles Mögliche. Es gibt wirklich von allem was. Lasst es mich gerne wissen. Und da ist schon die nächste Werbung. Ja, schön. Dinosaurierpark. Ja, ganz großartig. Jetzt muss ich gucken. Vor allem, jetzt muss ich das... Ich kann da oben kaum draufklicken, weil meine Taskleiste da oben das... Ich kann das nicht mal wegklicken. Hallo, ich möchte das Video wegklicken. Ja, schön. Jetzt kann ich jetzt da oben draufklicken? Ja, jetzt kann ich da oben draufklicken. Okay, das war für mich jetzt schon mal Werbung Nummer 2. Wir werden noch sehen, wie viel Werbung wir jetzt hier noch kriegen. Bildersat. Alter, das soll die Dorffrau sein. Euer Ernst, habe ich gerade erstmal einen Screen gemacht. Das soll die sein. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Dritte Werbung. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal oben auf Video überspringen klicken, weil das außerhalb, weil da die meine Taskleiste noch drüber hängt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich davon später rausschneiden muss. Jetzt bitte. Ja, jetzt. Okay. Zählt es mal gleich mit. Das war die dritte Werbung jetzt. So. Okay, ein Goldlager. Jetzt trainieren wir unsere Truppen in den Baracken. Okay, was haben wir hier? Ach komm, verarsch mich doch nicht, Spiel. Ja, das muss ich sowieso jetzt gleich wahrscheinlich rausschneiden, weil jetzt hier Copyright-Werbung ist. Das war jetzt die vierte Werbung. Okay, Werbung Nummer 4 war das jetzt gerade. Es ist doch wirklich verarsche. Wie will man denn so ein Spiel spielen? Das muss doch dem Entwickler mal selber auffallen, dass das nicht funktioniert. Vor allem, ich kann diesen Knopf auch nicht mal richtig drücken. Doch jetzt... Oh mein Gott. Mach. Okay, wir sind bereit. Jetzt müssen wir die Orks angreifen.
Ich weiß nicht genau. Ja, genau. Das ist sogar noch geil. Geil, sogar noch für einen Gem-Generator, für ein Clash-Spiel, also für ein Supercell-Spiel. Echt geil. Echt geil. Echt geil, muss man sagen. Das ist ja aber wirklich hochqualitativer Content hier, den dieses Spiel produziert. Die fünfte Werbung, glaube ich, ne? Die fünfte Werbung. Was eine Scheiße, wirklich. Was eine Kacke. Ich habe kaum gespielt bisher. Musst du fünfmal eine Werbung mehr angucken? Ja, die sechste Werbung. Ach, verarsch mich doch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Wieder für ein Kackspiel, was ich mir jetzt hier angucken muss. Leute, ey. Vor allem, du kannst nicht mal oben auf Überspringen klicken. Ich drücke drauf. Es passiert einfach gar nichts. Es passiert wirklich einfach gar nichts. Es passiert überhaupt nichts. Ich muss mir das die ganze Zeit, muss ich mir das hier geben. Und es ist Werbung, 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 Werbung. Ey. So eine Scheiße habe ich noch nie gesehen. Also es ist... Ich meine, wenn das Spiel nicht besonders gut ist, okay, kann ich verstehen. Wenn es einfach nur eine Nachmache ist von Clash of Clans, kein Problem, wirklich. Alles kein Problem. Aber das Spiel einfach so vor die Wand zu fahren, also, das muss doch den Leuten mal auffallen, dass jeder normale Mensch, der das jetzt nicht gerade aufnimmt, so wie ich, dass der das Spiel vielleicht einmal sich anguckt und nach der ersten, vielleicht auch nach der zweiten Werbung das Spiel direkt wieder löscht. Und da hast du doch langfristig auch nichts von. Es wäre doch viel besser, wenn die das Spiel halbwegs gescheit machen würden. Ja, schon wieder die nächste Werbung. Es wäre doch viel geiler, wenn sie das halbwegs gescheit machen würden, das Spiel. Und dann einfach zwischendurch mal irgendwie eine Werbung anklicken kann, freiwillig, um vielleicht irgendwie Fortschritt zu erzielen im Spiel. Da würde ich ja noch sagen, okay. Aber das Video geht jetzt ein bisschen mehr als 7 Minuten und das war jetzt, glaube ich, die 7. oder 8. Werbung. Also, das ist... Es ist einfach nur ein Haufen Kacke. Wirklich. Das ist wirklich das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe. Wirklich. Hier kommt doch auch überhaupt kein Spielfluss zustande. Ich bin Level 1 und habe schon 8-mal Werbung gesehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. So, wir gucken mal in den Shop. Das sieht natürlich 1:1 aus wie Clash of Clans. Also zumindest ist es sehr, sehr nah dran. Also, das sind die Gems. Wer kauft diese Scheiße bitte? Wer kauft denn hier was? Wer kauft in diesem Spiel denn bitte was? So. Bauarbeiterzeugs kostet 500 Gems. Ich kann eine Kanone bauen. Nur wo hat er die jetzt hingesetzt? Hä? Habe ich die jetzt gerade schon gebaut? Ich verstehe es nicht. Warte mal. Verteidigung. Wo sind meine beiden Kanonen denn? Da ist eine. Das Zoom klappt hier natürlich auch eher semi. Vor allem dieses Außen. Das ist einfach nur mit so wenig Liebe zum Detail kreiert worden. Das ist ja wirklich unglaublich. Okay, jetzt trainieren wir mal, Leute. So. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Wir nehmen jetzt erstmal die hier. Klatschen die jetzt mal voll und nehmen... Ja, da kann ich auch schon wieder nichts machen. Das beende ich jetzt mal eben schnell. So, jetzt nehmen wir... Ich kann wieder nichts machen. Army? Ah, okay, wir haben noch... Aber wieso kann ich nicht mehr machen? Hab ich kein Zeugs mehr? Hallo, ich will da draufklicken. Ja, da drauf. Okay, jetzt haben wir 73 von der orangenen Plörre. So will ich es jetzt mal nennen. Wieso kann ich denn nichts trainieren? Ich verstehe das nicht. Ich habe 12 von 20 Troops in Training. Ich habe auch noch genug Zeugs. Kann aber nichts machen. Oh, warte, was haben wir denn hier noch für Truppen? Ein König. Es sieht auch alles aus. Mein Gott, ey, Entwickler, schämt euch wirklich. Vor allem, das soll ein Fluss sein. Hier. Moment, ich kann da gar nicht reinzoomen. Bitte keine Werbung jetzt. Bitte. Lass mich ein Online-Match finden. Bitte, lass mich ein Online-Match finden. Nein, Werbung. Oh Mann, ey. Es ist schon wieder die nächste Werbung. Ich will nicht mehr. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ich kann das. Wie kann ich das jetzt hier wegklicken? Sagt es mir. Wie? Wo? Wo? Oh mein Gott. Ich nehme jetzt den natürlich direkt mit, weil ich jetzt ja Angst habe, wenn ich nochmal irgendwo draufklicke. Ja, genau, beim Zoom setzt er schon die Truppen. Ja, schön. Beim Zoom setzt er schon die Truppen. Ich habe Angst, wenn ich da nochmal was mache.
Vor allem, hä, wo geht ihr denn drauf? Guck mal, wo die... wo schießen die ihre Pfeile denn hin? Ich verstehe das nicht. Guck mal da, der schießt ihn einfach... der schießt ihn nach rechts. Da ist doch gar nichts. Hä? Warum schießt er das nach rechts? Warum? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Es ist einfach schlecht. Also zu sagen, dieses Spiel wäre schlecht, das wäre wirklich noch... das wäre wirklich noch eine Untertreibung. Also wirklich, das ist... warum schießt er denn nach rechts? Ich verstehe es wirklich nicht. Man sieht auch gar nicht, wie viel Schaden die machen. Guck mal, jetzt ist der eine ist jetzt weg. Warum verliert der eine Typ immer an... warum verliert der Typ an Lebenspunkten? Ja, und wir haben die nächste Werbung am Start. Schön. GG, kann ich das wegdrücken jetzt? Ja, danke, endlich mal. Boah, was eine Kacke. Was eine Kacke. Voll machen an Werbung. Ja, genau, schönes Ding. Da ist die nächste Werbung. Da ist die nächste Werbung am Start. Die ich wieder jetzt nicht wegdrücken kann, weil da wieder meine Taskleiste drüber ist. Schön. Schön Spiel. Schön. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich werde das, glaube ich, aber auch sogar... ich werde es versuchen, wenn ich es überblende, dann, also wenn ich es zeige, dann werde ich es auf jeden Fall überblenden, werde ich es irgendwie unscharf stellen oder so. Weil das hat das Spiel nicht verdient. Noch auch noch, dass ich auch noch deren Werbung hier zeige. Nein, 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 nein. Ein grandioses Meisterwerk. So, jetzt kann ich das jetzt hier ausbilden. Ja, davon kann ich jetzt wieder... Touch the soldiers and wait for the training. Ich kann wieder nichts machen. 10 von 20. Oder muss ich jetzt zum anderen Armeelager? Ich hab doch nur ein Armeelager. Ich verstehe dieses ganze Spiel nicht. Ich habe jetzt wieder was ausgebildet. So. Ich habe wieder Angst, dass Werbung kommt. Ich habe wieder Angst, dass Werbung kommt. Bitte nicht. Ja, da ist die nächste Werbung. Da ist die nächste Werbung wieder am Start. Und ich sehe jetzt auch nicht mal mehr den Knopf. Ja, schließen. Ich habe nicht mal mehr den Knopf gesehen für das Überspringen. Nehme ich natürlich jetzt auch mit. So. Jetzt kommen wieder unsere grandiosen Bogenschützen. Ich kann nicht mal mehr bis da oben hinzoomen. GG. Geht jetzt auf die Kanone. Hallo. Ja, lass mich doch setzen. Dankeschön. Lass sie mich... Ich kann die nicht mal gescheit setzen. Hallo, ich will die da hinsetzen. Dankeschön. Die schießen jetzt wieder in alle Richtungen. Ganz großartig. Diese Schadensanimation ist auch ganz großartig. Die kriegen auch Schaden ab von irgendwo, wo ich überhaupt nicht sehe, warum. Wie eben, ne? Die sind einfach down gegangen und ich habe überhaupt nicht gesehen, warum. Warum sind die jetzt down gegangen? Vor allem, wie die auch schießen, die Reichweite. Ich verstehe das nicht. Jetzt schießen sie wieder nach oben. Schießen sie nach links, nach rechts. Schießen sich, als würden die sich gegenseitig anschießen. Unglaublich. Man sieht auch nicht, wie viel Schaden die an den Gebäuden machen. Das ist natürlich auch ganz großartig. Und vor allem, wieso kriege ich einen Stern? Für was? Für 39%? Das hier unten scheint ja wohl anscheinend das Rathaus zu sein. Ich habe jetzt einen Stern gekriegt. Ja, wieder die nächste Werbung. Ja, schön. Haut noch mehr Copyright-Werbung rein, bitte. Dankeschön. Oder Copyright-Musik. Das ist natürlich super. Das freut mich dann immer besonders, wenn man das doch hinterher noch rausschneiden muss aus diesem Kack. Großartig. Ganz großartig. Ein ganz großartiges Spiel. So, nein, die nächste wieder die Werbung. Er verarscht mich doch nicht. Vor allem, das kommt einfach so aus dem Nichts. Das kommt einfach aus dem Nichts. Du drückst die Werbung weg, bist wieder in deinem Dorf drin und da kommt die Werbung nochmal. Ey, ihr sollt in der Hölle schmoren. Wirklich, oh mein Gott. Es ist wirklich abartig. Es ist wirklich abartig. Was kann ich mir noch angucken? Da ist ein Pokal. Den kann ich anklicken, aber es passiert nichts. Ich kann hier nichts machen. Okay, oben drauf kann ich gar nichts machen. Ja, das war dann im Endeffekt schon das ganze Spiel. Ich habe echt keine Lust mehr, das weiterzuspielen. Wenn ihr weitere solche Sachen sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es gibt noch sehr viele lustige Videos zu entdecken. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in einer neuen Episode wieder. Ja, hoffentlich bei einem etwas besseren Spiel als King of Clans. Bis denn, macht's gut. Tschüss.